Wenn, aus. ja, aber wenn du sie verwenden könntest und auf die Erzeugung der Erdenergie verzichtest, dann würdest du es trotzdem so ein bisschen in einen Schaden zufügen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Aber Deswegen finde ich, stellt sich die Regelfrage trotzdem. Ich schaue es in Regeln nach und wenn ich feststelle, dass es geht, geben wir den beiden nachher noch einen extra Schaden. Ja? okay. Also mach es mal mit normalen, nur zwei Movement inzwischen alles. Und Und ich ich schaue das verbrauche nicht die währenddessen nach. Naturenergie. So, gut, also ich mache den Angriff mit plus 1 Schaden, das ist 5 Schaden. Und ich ziehe hier eine Karte. So, und ich flippe sie. Plus 0. Sprich, ich mache bei beiden 5 Schaden. Na, du musst Du musst für jeden jeden einzelnen. extra eine Achso, Karte entschuldige. ziehen. Okay, gut, dann fange ich einmal mit den rechts oben an, mit dem Ja. Elite 1. Okay, Nope. der kriegt Ja. jetzt mal 5 Schaden. Macht ihr das mal bitte, weil ich schaue inzwischen in den Regeln nach. So, okay, Hat dann und quasi nur noch 8. genau, dann ziehe ich noch eine Karte, Hey. flippe sie, habe plus 1, Ja. der andere bekommt 6 Schaden. Wow. Der So. andere hatte nur noch 7. So, das Bist gehen du wir weg. wahnsinnig? Rüber. Das Ziemliches war Monster. okay. Das waren das jetzt 11 Schaden Ja. ausgeteilt. Puh. Puh. Schön Das war gemacht, Michi. quasi eine Lawine, die Und über vor sie allem hast du ihnen hereingebrochen die ist. Erdenergie weggenommen. Genau. Ganz kurz, ne? Man muss, wenn man irgendeinen Teil einer Aktion ausführt, das heißt einer Hälfte der Karte, wo auch Energie erzeugen, darf man diese Energie erzeugen. Das ist obligatorisch. Also in dem Fall hast du recht gehabt, Michi, du hast nur das Move 2 genommen. Dadurch vermeidest du es selber, Erdenergie wieder zu erzeugen, die du dann selber nicht nutzen dürftest, was schlecht wäre. Und auf die Art und Weise kannst du sie verbrauchen, dass sie den Erdemon nachher nicht zur Verfügung steht, aber du kannst ihm nicht den extra Schaden zufügen. Gut Okay, gemacht. passt. Ja, jetzt ist die Giant Viper dran. Da muss man Fokus einmal und ihre Bewegung Hat klären. ihr schon? Okay, ja, okay. Wie weit kann sich die bewegen an und für sich? Na, warte mal. Grundsätzlich Gehen kann sie plus 2, aber zwei. sie hat Range hat plus sie 1 keine. und sie hat Jump. Wir schauen uns jetzt die Punkte an, die sie braucht, um sich, zu wem sie sich am schnellsten hinbewegen kann. Und der einzige, den sie erreichen kann, ist der Michi. Da. Weil sie, dieses Feld hier ist für sie ein Obstacle. Aber sie Nein, nein, drüber nein, springen. nicht. Nein, sie könnte Sie sich hier könnte drüber durchbewegen. springen. Ah ja, ich habe den Jump übersehen. Ihr habt recht, ja. Gut, das heißt, Jump dann wird übersehen. wieder hergehen. So. Warte mal kurz. Aber Das dann, ja, oh ja, passt. Ich bin Na, es bereit. passt nicht, das macht meinen Zug natürlich kaputt, aber es ist wirklich so. Ja. Du kannst ja die Giant Viper in das Ding Das reinziehen. werde ich eh machen. Ja. Das hat sie davon. Ist mir eh lieber, wenn du die Gut. Viper reinziehst, weil ich kann auch über die Viper drüber springen mit Jump, oder? Ja. Weil Okay, ich sie würde nämlich greift den. eh lieber die beiden Earth Demons angreifen. Sie greift den Michi an. Ja, die Aufnehmungen sind einfach Kann stark. jemand mal Die eine müssen Karte weg. ziehen? Warte mal, sie hat Angriff 2. Minus 1, sie hat Angriff 1. Michi wird auf jeden Fall vergiftet. Aber das kommt erst nachher an. Gell? Ich ziehe mal eine Angriffskarte. So. Grundsätzlich macht sie 2 Schaden. Plus 1, 3. Warum plus 1? Also, warte Weil Das sie plus 1 kann. plus 7 hat, meint er. Ja, das konnten wir erst nachher wirksam. Zuerst kommt der Schaden des Poisons, dann für folgende Schäden. Die Chancen hat sich jetzt aber mehr. Ja. Sie macht wirklich 2 Schaden. Das ist ja minus 1 auf dem Angriff. Ah ja, stimmt ja, richtig. Das heißt, ich bekomme 2 Schaden einmal grundsätzlich. Mindern Poison-Token. Poison-Token, wo sind die? So diese Ja, dummen Köpfe. hab schon, ja. Okay. Und ich bekomme Gift. Bekomme ich das die Runde schon oder nächste? Ich schaue gerade nach, aber ziemlich sicher ist nicht. Es war irgendwas in den Spielregeln, ist doch gestanden mit einem Gift, oder? Da steht sie. Das Irgend so ist ein die spezieller. aufgeblätterte, die aufgeschlagene Seite der Spielregeln inkludiert auch Bild. Ja, nein, aber da war bei dem Ah, Szenario hier war da steht. Wann es irgendwas. endet. If you Hier think steht, it's poison dass sie erst to nach dem Hauptangriff as a angewendet wird. plus one attack to all of the attacks targeting the figure.
Das Jeder, der heißt, dich jetzt nein, jetzt geht's noch nicht. angreift, kriegt plus 1 auf den Angriff. Ja, ab jetzt, ja. Aber nicht durch den Ich Angriff. bekomme aber 2 Schaden laut dem Szenario. Ne? Ja, genau. Ja? Genau, im Easy steht er dabei. Ja, das war der Angriff. Du hattest vorher schon 2 Schaden genommen. Ja. Na, zwei Ah. Schaden. Nein, Nein, zwei 2 Schaden habe ich Schaden hat sie jetzt bekommen, der gemacht beim. Angriff und plus 2 Schaden das Gift. Warum macht das Gift 2 Schaden? Das steht in Nein, der ich glaube. Anleitung Nein, nein, drin, nein, in nein, nein, der nein. Das ist nicht Szenario. das von der Viper, das Gift, sondern das Gift von den Pflanzen. Ja. Dass der 2 Schaden macht. Ah, okay. Wenn du Ja, die das hast du falschen missverstanden, Pflanzen Michael. aufdeckst. Ah, ja, Genau. stimmt, ja. Ja, Stimmt. ja. Richtig, ja. Also du Okay. bist noch auf 8. Das passt. Ab jetzt wirst du bei jedem Angriff einen Schaden mehr kriegen und Heilungen sind jetzt bei dir natürlich schwieriger, weil die erste Heilung, die du kriegst, wird nur was Ja. Gutes eigentlich und dir keine Lebenspunkte zurückgeben. Anne, du bist. So, na gut, dann bewege ich mich mal mit 3 Feldern da drauf, krieg Nimmst 8 einen Schaden. Schaden. Und dann mache ich diesen einen Doppelangriff Sehr schön. auf beide mit 3. Weil Windenergie gibt es nicht, genau. Ja. Dann werde ich mal für den ersten, der gleich bei mir steht, eine Karte ziehen. So. Plus 1. Das heißt, der erste kriegt Vier. immer gleich. Das ist der Elite 1. Cool. Und dann gehe ich auf den Elite 3 los. Der 8 und Ich kritisch mache ihn. statt 4. So. Das habe ich gut gemacht. Okay, der kriegt 3 Schaden. Sind beide Das jetzt sind auf beide auf 4? 4 jetzt. Das ist jetzt aber flott gegangen. Schön. Du kriegst eine Erfahrung an dich. Nachher Ah dann. ja, genau. Danke. Ich mache auch meine 2 Erfahrungen von vorher noch nachgeben. Ja. Und die Ja, kommen was? beide auf den Discard-Stapel. Genau. Jetzt sind die Earth Demons dran. Die haben keine Bewegung, aber sie haben einen Angriff, sie haben einen Fernangriff mit Range 4. Disadvantage. Naja, warte, erstmal ihren Fokus feststellen. Ihr Fokus, also der fängt mit Elite 1 an. Der steht genau hier. Der hat 2 Leute, die direkt neben ihm stehen. Das sind ihr Vorzugsfokus, nämlich der Brute und der Crackheart. Ich Aber der bin's. Crackheart hat die niedrigere Initiative gehabt, also greifen sie dich an. Sie würden sich jetzt gerne um ein Feld wegbewegen, damit sie nicht Disadvantage haben, aber sie haben keine Bewegung, deswegen greifen sie dich mit Disadvantage an. Ihr Angriffswert ist plus 0 hier und ihr Angriffswert ist 4. Vier. Also mit Angriffswert 4 greifen sie dich an, greift er dich an, der Elite 1 und Das ist eh schon Disadvantage. Das schlimm sind genug. 2 Karten. Selbst mit Okay. Disadvantage ist Der es eh schon schlimm erste, genug. das ist das der. ist eine Karte. Und das ist die andere, minus 1, 3 Schaden. 4 Schaden, weil du vergiftet bist. Okay. Okay. So, und jetzt der Hoffen und andere. beten. Der Elite 3 greift auch dich an. Warum sind die was? Also, ihr habt es mit 2 Ja, gezogen. Disadvantage. 0. Disadvantage. Der Das macht dir heißt, jetzt der 5 macht 5 Schaden. Schaden. Ja, Das heißt, ich muss eine Karte. wow. Ja, ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist. Nein, das darfst du jetzt ja nicht mehr, ob du bei den 4 Schaden vielleicht schon Karte verwenden können, aber. Ich muss eine random rausziehen. Nein, ich kann eine Nein, aussuchen, nein, du gell? suchst Such dir, keine du Ahnung. darfst hypothetisch eine aus deiner Hand nehmen oder 2 von deinem Ich nehme Discard-Pylons. eine aus meiner Hand. Logischerweise. Überleg mal. Du kannst dir ruhig aber die Zeit lassen, Ich ich muss sie mache aber mal weiter. vernichten, gell? Sie kommt auf den Lost Pile, genau. Das waren jetzt die Earth Demons, dann bin ich als nächster dran mit Initiative 72. Ich Okay, mache. ich nehme. Passt, ich kriege aber sonst keinen Schaden mehr von dem, wenn ich das wegnehme, oder? Gift und alles ist somit annulliert. Genau, der Gesamtschaden. Okay, passt. Gut. So, helfst du ein bisschen. Ich hätte jetzt nämlich die Möglichkeit, den Earth Demon 1 mit einem Fernkampfangriff 3 anzugreifen und dann auf die Falle durch die Viper durchzuziehen. Naja, ich weiß nicht, ich würde ganz gern nachher mit der Volatile Bomb beide angreifen. Mit Also soll einem ich eher die Viper angreifen? Schaden 3 und einer Wunde. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann nächste Runde am Anfang ihres Zuges sterben, ist recht groß. Wo hast du? Achso, die Volatile.
Also ich würde die Bombe nicht gleich verwenden. Ich Naja, glaube, die braucht man noch. Aber liegt an dir. die sind alle auch schon relativ gut raus. Das würde ich nicht tun. Ja. Also ich würde die Bombe jetzt nicht verwenden. Okay. Ich muss sie nicht ansetzen. Ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoll sein könnte, weil ich könnte die Viper mit ziemlicher Sicherheit killen und der René wird die beiden Demons dann praktisch killen. Und wir hätten den Raum quasi gesäubert, diese Runde. Ich meine, als Alternative könnte ich anbieten, dass ich da auf dieses Dings hier springe und nur den da angreife. Dann könnten Ehrlich wir gesagt, erstens einmal das aufmachen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich da nicht sogar die Volatile Bomb einsetzen könnte, aber dann hätte ich bei dem einfach einen Disadvantage. Also so gesehen, so glücklich bin ich da jetzt nicht damit. Ansonsten würde ich nämlich da auf dieses violette Feld hier springen. Da muss ich nämlich nächste Runde nur ein Feld gehen, um daher zu kommen. Und von da kann ich auch beide erreichen mit dem Angriff. Das ist ein Dreierangriff. Nein, so mit Wound. Na, mit der Volatile Bomb meine ich. Ich meine, ich muss sagen, ich tendiere dazu, dass ich die Viper zu killen probiere, wo ich eine sehr hohe Chance habe und dass den René die Bombe auf die beiden werfen. Einfach aus Gründen der Geschwindigkeit. Aber ich weiß es nicht sicher. Jedenfalls müssen wir das jetzt entscheiden, bevor ich meine Aktion mache. Weil wenn ich den mittleren Dämon rausnehme, dann habe ich dir de facto die Entscheidung abgenommen, René, dann kannst du die Bombe nicht verwenden. Was setzt du ein, um die da drüber zu ziehen? Ah, Pull Also ich Duster, kann entweder Hook Gun, ja, ich den, seh's schon. genau, Hookgun. Ja, mit Hookgun kann ich einen von den beiden auf die Bombe ziehen, nachdem ich ihm vorher einen Zweierangriff zugefügt habe und die macht zwei Schaden und vergiftet. Das heißt, die Viper nur drei Leben, nein, der hat fünf Leben. Ah, der lebt das sogar eher als der Dämon, der hat nur Was vier du Leben. machen könntest, wäre den Elite-Dämon 3 draufziehen. Nein, das kann ich nicht, weil ich dafür nicht durch den Michi durchziehen. Also ich glaube nicht, dass du diese Bombe werfen musst nächste Runde. Sag ich gleich dazu. Diese Runde, ja. Diese Runde. Er hat's gehört. Was habe ich gehört? Dass wir alle glauben, es ist nicht der geeignete Zeitpunkt für die Nein, Bombe. wir glauben es nicht, wir sind Der 2 zu Hartmann 2 glaubt das nicht. geteilt. Der Hartmann glaubt das sehr wohl. Aber ich weiß, Ach so, okay. dass der Michi das beste Gefühl hat und ich schulde ihm was aus dem letzten Szenario. Also. Bart, hör auf. Also ich glaube Hartmann, nicht, das dass wird. wir was. Fällt mir was ein. Also ich glaube nicht, dass wir die Runde, die schon einsetzen sollten, weil ich sage mal, die vernichten dann, weil die machen uns jetzt mal nichts mehr. Ja. Es wäre nicht schlecht, wenn ich hätte. Ja, Also wenn sie nicht dann. auseinandergehen, ich könnte diesen Angriff, also was die Bombe macht, ja, im Endeffekt kann ich die nächste Runde auch machen mit Fernangriff auf drei Felder. Also. Es ist so, sehr wahrscheinlich wird nächste Runde werden wir agieren, oder bevor die Dämonen überhaupt rankommen, werden sie nächste Runde tot sein, auch wenn der René nicht seine Bombe jetzt einsetzt. Die Frage ist nur, ob wir nächste Runde noch viele Aktionen darauf verwenden wollen, diese Dämonen zu nicht lieber die Aktion dafür verwenden, diese drei Punkte zu betreten, hier zu öffnen. Das weiß ich nicht. Wie sehr wir uns setzen sollten. Oder Ja, wie ist ja wichtig es ist, sich wurscht. die Schau mal, Bombe für andere Hartmann, Gelegenheiten aufzuheben. er produziert sowieso eine Wunde bei dem Elite 3 Dämonen. Ja, das heißt, wenn ich mich, also weiß ich nicht, ob ich's verursache, weil wenn ich ja Pech habe, zieh ich den Patzer. Wenn ich da stehe, kann ich mich nächste Runde mal daher bewegen und mal das aufmachen. Und ich weiß nicht, wird dann auch gleich der nächste Raum geöffnet, wenn ich da stehe? Nein, da musst du auf Gar die nicht, Tür nein. gehen. Da muss ich auf die Tür gehen. Also Sache. ich würde sagen, wir sollten es jetzt nicht so hetzen, weil die letzte Partie haben wir durch Hetzen eigentlich nur nachher Drivers gehabt, ja, in Wahrheit. So schnell, ich weiß schon, dass wir einen Zeitdruck haben und es kann auch sein, dass wir uns vielleicht dann sogar 2-2 aufteilen müssen oder so, ja. Ja, aufteilen will ich auf jeden Fall, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Okay, dann ich habe bessere Chancen, den Erddämon zu kriegen, weil der braucht genau vier Schaden. Zwei Schaden mache ich ihm auf jeden Fall mit der Falle und mein Angriff ist auch wert zwei. Da habe ich über 50% Chance, ihn zu kriegen. Dann bin ich das eher. Das Problem, das wir nur haben, sage ich nur. Je mehr Leute sich aufteilen, um diese Punkte, diese Tokens aufzuheben, desto mehr Leute werden wahrscheinlich vergiftet.
Das könnte strategisch Das heißt, geschickt es sein, sollte indem nur man hier einer die der vergifteten, Tokens aufheben. Das könnte ein naja, es Problem sollten werden. die, die schon vergiftet sind, als allererste hingehen, und wenn es dann solche nicht gibt, eher welche, die hinten stehen und selten angegriffen werden. Also eher nicht die Tanks. Aber das sage ich jetzt mal so abstrakt. Ich meine, wenn es vielleicht nicht drauf ist. Okay, René, ich nehme den Erddämonen, ja? Ja, mach das. Okay, das heißt, ich mache einen Angriff 2 auf den Erddämonen. Ziehe eine Karte. Na super. Was hast du Okay. gezogen? Naja, minus 1. Ich mache ihm einen Schaden. Anschließend mache ich ein Pull 2 auf ihn und ziehe ihn auf die Falle. Mache ihm noch 2 Schaden. Damit überlebt er genau und ist vergiftet. Das heißt, er stirbt nächste Runde sowieso, sobald er Nein. dran ist. Nein, Nein, es ist nicht, das das ist ist keine gelaufen. Wunde. Achso, na, Gift macht doch. Achso, na, Gift macht nur Schaden, wenn man auch angegriffen wird, oder? Genau, plus ein Ein Schaden ist das, Zusatzschaden. Genau. Außerdem ist der jetzt Der kommt dein. auch weg, oder? Den hast du jetzt gerade dahergelegt. Falle. Die Falle kommt weg, ja. Ich hab sie schon. Da ist sie. Da. So. Das war der erste Teil meiner Aktion, den Würfel kann ich irgendwas mal erleben, vielleicht verändern. Seine Lebenspunkte sind auf 1 runter. Und jetzt verwende ich die untere Hälfte von Net Shooter. Immobile ist, ich mache bewegungsunfähig. Das heißt, er bewegt sich dort nicht mehr weg. Nein, für einen Zug darf er sich nicht bewegen. Das heißt, du kannst die Er wird nächste sich dort Runde nicht mehr töten. wegbewegen, hoffen wir doch mal. Ja, das macht einen Unterschied, weil der mich hier nicht umsteht. Und jetzt habe ich ein Movement von 2, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Leider. Weil der René ist Wieso noch immer hüpft da auf die stehen. Mütze? Also du kannst nicht Ja, ich durch, darf haben nicht wir springen. schon. Ich kann nicht durch ihn durch. Okay. Das heißt, ich habe überhaupt kein Feld, wo ich sinnvoll hinziehen kann. Das hier ist Tabu. Ich überlege, ob ich. Nein, ich werde auch nicht nach hinten, aber. Kannst durch Gegner kannst du nicht durch, gell? Nur durch eigene Leute. Nein, nein, nein. Ich frage mich, ob es einen Sinn hat, wenn ich von dem Typen wegziehe, dass er mich nicht angreift. Sicher, sicher, aber ich glaube, ich bleibe da wieder stehen, damit ich schneller irgendwo hinkomme. Wird Ja, nur es ist 5 natürlich Leben? ärgerlich. Gottes Willen. Es war nicht geplant, dass der jetzt überlebt. Das war ärgerlich. Naja, dann war mein Zug nicht so erfolgreich. Und ist fertig. Meine beiden Karten werden discarded. Das ist dann Ende. Gut, soll ich dann da auf den Token ziehen und die Pflanze mir anschauen? Macht das ja. Nachsehen. Immerhin. Die Wieso ist Mütze da eine kriegst du ja. Münze drunter? Kriegst du auch. Weil deiner Reaper gestorben ist. Ah, Das hast du ja okay. geplant gehabt, ne? Ja, nur. Was war da Dann nehme ich unter? mal als erstes mal die Münze. Gerade Zahlen sind Bloodroot, ungerade Zahlen sind Poison. Wie heißt das, oder? Baggerroot. Ja, okay. Baggerroot. Was ist R? Ist umdrehen? Nein, Kann ich F ist um? umdrehen. F. F. Du Ach, super, ist eh klar. bist vergiftet. Du kriegst 2 Schaden. Einen Hurra. Schaden. Einen Schaden? Einen Schaden, ja. Schaden und er ist Nein, zwei vergiftet. Schaden. Nein, zwei Wirklich? Schaden. Szenario. Ja. Zaffer Ja, 2 zwei Damage. Schaden. Ja. Okay. Der ist Poison. Gut. Supi. Und wo Ja, ist der stimmt. Poison Zwei Dings? Wo Schaden. ist der Poison Token? Ja, diese Totenkörper. Ah, da ist Da. ihn schon. So, jetzt kommt ein Angriff. Naja, schauen wir mal. Soll ich die Viper angreifen oder den Erddämonen? Ich mache eine Wunde. Ja. Achso. Also ich kann den Dämonen 3 oder die Viper angreifen. Ich meine, die Viper hat tatsächlich mehr Lebenspunkte jetzt noch als der Dämon. Glaube, die Viper tut uns mehr weh, weil sie mit jedem Angriff jemanden verloren oder gekillt haben, bevor sie nächstes Mal. Der Dämon macht halt wirklich viel Schaden auf einmal. Aber den Okay, Dämonen wirst du jetzt machen. nicht töten können, oder? Ja, rein Mit theoretisch der könnte ich Wunde beide sind die töten. Chancen beim Dämon Beim sind die Dämonen Chancen ist die deutlich Chance größer. natürlich größer, aber Weil der in. durch die Wunde würde das wahrscheinlich nächste Runde so oder so sterben. Also ich Oder würde den übernächste Runde, Dämon wenn wir es nehmen, lange ja. genug leben Mach lassen. den Ja, ich würde auch Dämon. Dämon nehmen, Mhm. ja.
den Dämonen Nein, kann also ich ich ist jetzt. eh schon vergiftet. Insofern, zwei von uns sind eh schon vergiftet, insofern Wer kann ist ich schon nicht werfen. vergiftet? Der Wenn Michi ich ist nicht gehe. vergiftet, der ist gestorben. Was? Der ist Ich habe jetzt eine nicht mehr Karte vergiftet. gezogen, ich bin aber noch immer vergiftet, Ach oder? so, das Ja. vergiftet bist du noch immer? Ach Natürlich, so. was soll das Er ist sonst? nicht gestorben, er hat die Ja, kannst du mal in Karte. den Regeln nachschauen, weil ich habe eine Karte weggeschmissen dafür. Genau, Ist halt die weil wird Frage, ob ich die das Wegwerfen der discarded oder Karte. wird sie Nein, das tut nur den Schaden aus beseitigen, dem aber ich schaue Spiel nochmal genommen? sicherheitshalber Okay, nach. gut, dann nehme ich alles Hadra. zurück. Die Karte ist lost. Ist lost, okay. Ja, dann schieße ich halt auf den Erddämonen. Und zwar, warte mal, Den da bitte. mache ich 3 Punkte Schaden und er kriegt eine Wunde. Das heißt, das nächste Mal, wenn er dran ist, kriegt er gleich einen Schaden Wird er und sterben. stirbt. Genau. Cool. Bevor er überhaupt hinhaut. Heißt, das Das ist der ist Erddämon überordentlich. 3. Der ist Ja. jetzt auf 1 und mit einer Wunde, Genial. genau. Und der andere ist immobilized. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es steht sogar ausdrücklich dabei, dass alle Effekte applied werden, auch wenn man den Schaden vermeidet, indem man die Karte ablegt. Also so wie wir es gemacht haben, bei Michi war es richtig. Jetzt hast du die Wunde, So. gell? Du verbrauchst die Feuerenergie. Ich verbrauche die Feuerenergie, ja. Erfahrung gibt es keine. Die Karten werden discarded. Die Runde ist grundsätzlich fertig. Ich schaue, Monster-Decks werden keine gemischt. Von uns, glaube ich, werden auch keine Angriffskarten-Decks gemischt. Die Energie ist alle ist komplett auf inert. Wer eine Short Rest machen will, müsste es jetzt announcen, aber das bezweifle ich einmal. Damit gehen wir in die nächste Runde. So, wie schauen wir aus? So, zwei sind vergiftet, oder? Das Spellweaver ist auch vergiftet. Ich Ja, ist sie werde, auch ich sag's vergiftet. gleich, ich heile uns mal, um Auch mich? das Gift loszuwerden. Okay? Auch mich? Ja. Wie nah muss man denn bei dir stehen, damit das passiert? Ich habe nämlich vor, Das darf ich den, dir nicht sagen. ja schon, Ja. ich habe nämlich vor, den Token auch zu nehmen. Vielleicht, Dann komm nach mir dran. Also, Okay, ich weiß schon, was du meinst. dann komme Nice. ich besser vor dir dran, nämlich, Ja, weil wenn ich genau, dort auch vor mir. vergiftet werde, bringt das erste Mal heilen wenig. Das solltest du eher überlegen, Michi, ob du auch in diese Richtung dich bewegst und wir gleich generell, ob wir diese Tür hier als Ja, machen werden. im Fall ja. Ich Weil dann denke, schaue ich, jeder dass ist ich durch, ganz, ganz oder? früh dran bin. Dann mache ich noch einen Angriff auf die Viper und renne dann darüber. Das ist mein Plan für Und ich diese mache Runde. die Tür auf. Okay, passt. Warte Wenn es euch mal. recht ist. Ja, bitte, weil ich werde sie nicht aufmachen, weil ich bin. Ich werde mich in die Nähe der Tür bewegen, aber ich werde die Runde dann eher hinten. Okay, schon, dass ich hinten. Eher, also du kommst früh dran, hast du Ich gesagt. komme sehr früh dran, ja. Das heißt, ich werde dann eher später kommen. So, warte mal, das Einzige ist, ich werde dann nicht so viel Schaden jetzt da machen, das ist blöd. Viel Schaden weiß ich nicht, ob wir viel Schaden machen müssen. Ich meine, die Viper wäre ganz gut, wenn wir ein bisschen Was? Schaden noch drauf kriegen würden. Aber der, zumindest der Erddämon 3 stirbt von alleine. Und der Genau. Erddämon 1 kann sich sowieso nicht bewegen, weil er immobilized ist. Hartmann, kannst du das Heilen übernehmen? Auf beide? Warte mal, wo steht ihr beide? Also ich werde relativ früh da drüben stehen. Da. Naja, ich habe das. Warte mal, da brauche ich viel Movement und eine Heilung von mehr als einem. Michi, weißt du, wo du dich hinbewegen wirst? Du musst irgendwo so stehen, dass du zwischen uns dann stehst, oder? Für ein Naja, Area Heal, oder? schau, ich habe einen Area Heal, der genau eine Heilung hat, das ist perfekt. Also grob gesprochen, mit dem kann ich alle, die zu mir benachbart sind, um eins heilen, was natürlich für Massengiftheilungen perfekt ist. Aber das muss man arrangieren.
Das Also warte wirklich. mal, warte mal. Es geht ja darum, ich bekomme ja keinen runden Schaden beim Gift, sondern nur wenn ich Schaden bekomme, bekomme ich einen Giftschaden, Richtig, ja. richtig? Ja, genau. Okay, passt. Ich werde ja die totale Vernichtung starten, sage ich einmal, auf das, was da ist. Alles, was um dich herumsteht, meinst du? Quasi, ja. Und aufs Heilen nochmal. Ne? Genau, ja. Ich Der werde eine dich aber stirbt nicht. sowieso, das heißt, ich Ja, werde aber auch Aya darauf schauen, steht. dass ich eher. Warte mal, wenn ich. Ganz kurze Frage, ja. Wenn ich zum Beispiel hier stehen würde, theoretisch, ja. Für die mit Range angreifen, habe ich nicht Disadvantage, oder? Nein. Gegen die, oder? Nein. Nein, weil du nicht direkt daneben Nur wenn du stehst. benachbart stehst. Ja, zu die, was ich angreife, okay? Passt. Genau. Passt. Felder, Dann, das geht das heißt, Michi, wie früh oder spät wirst du dran sein? Zwei. Mittel. Okay, Leider dann. Mittel. Nein, ist kein Problem, weil dann schaue ich, dass ich spät dran bin. Und René, machst du die beim Tod? Ich glaube nicht, dass ich sie tot mache, aber ich werde sie schädigen, ja. Okay. Das Nein. heißt, ich komme eher spät dran. Nein, Ich früh muss meinen Zug dran. flexibel machen. Ich darf ihn nicht zu spät machen, meinen, weil ich darf nicht zulassen, dass der Erdmann, der da steht, lebt, bevor ich dran bin. Dann haut er mich nicht mit und viel Schaden ist für mich, ja, das ist für mich ein Killer. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss im Notfall, also ich muss früh dran sein mit meinem Zug. Damit ich im Notfall den Erddämon angreifen kann. Und Ja, im Notfall. Er soll ja, mein DR, ja, mit einem stimmt. einfachen Ja, Attack zwar. passt schon, ja. Muss man überlegen, welche Karten ich dafür verwende. Wie schaut das, glaube ich. Was macht sie da im Hintergrund? Entschuldigung, ich habe gerade eine Suche nach Süßen gestartet. Ach, das werde ich vielleicht nachschauen. Ich glaube, ich werde das nachher auch machen. Aber nachdem ich recht früh Hattest du dran keine bin, habe ich mir Dagger gedacht, ich mache gefunden? zuerst meinen Zug, Ja. bevor ich das mache. Dann drehe ich mein zweites Video ab. Das erste Video habe ich aufgenommen ohne Michi eigentlich. Ja. Da haben wir meine Seher werden quasi, also die zwei werden quasi nur unsere Diskussion über amerikanische Waffengesetze hören. Die voll schwierig sind, oder? Weil es ist ja auch von Staat zu Staat verschieden, ne? Also du meinst die von Bundesstaat zu Bundesstaat, ja. Ja. Aber egal, in jedem Bundesstaat sind sie liberaler als bei uns. Ja, definitiv. So, ich habe scheinbar jetzt als letzter auch meine Karten hingelegt. Lasst uns aufdecken. Ah ja, okay, gut, machen wir doch Ich habe glatt. 18. Er war das oder F? Na, F. Ich mache immer das Falsche. Ich bin bei 7 dran. Die Viper 43. Das ist gut. Er hat immer 93. Oder Ah die ja, hat immer das noch. ist. Hilft bitte dem Reaper. 43. Was sagt der René? Ist früh Ich bin dran. bei 7 dran, aber ich mache nur Der zwei Michi hat Schaden, weil 77. ich habe keine Magie, die ich verwenden kann. Ich kann die Viper nicht angreifen. Ich bin weg, bevor sie angreift. Du Ich bin im sollst Zug. sie angreifen. Kannst du Ich sie habe nicht nicht die Karten angreifen? dafür. Ja, du hast den Move. Achso, du machst Move 2 und dann Attack 2. Also Was hast ich habe die Karten dafür, die Tür aufzumachen. hattest du vor, René? Also Weil du ich als erster hatte dran vor, bist. jetzt die Viper mal anzugreifen und dann genau hierher zu gehen. Das habe ich aber vorhin schon gesagt, dass ich Ja, hierher gehen werde. dann passt schon. Ich wollte nur noch mal. Ja, das Weil passt ich eh. wollte das möglichst früh machen, damit man, wenn man mich heilt, erst nach dem zweiten Giftangriff heilt. Nur das bedeutet, dass die Viper ziemlich sicher deinen Angriff überleben wird und wir müssen uns überlegen, ob der andere und oder ich sie wegmachen können. Ich kann sie nicht wegmachen. Ich Dale fürchte nicht. mich. Ich auch nicht. Andi Ich hat fürchte nur mich auch nicht. einen seltsamen Angriff, nämlich den Move 2. Obwohl ich muss mir meins nochmal anschauen, weil ich kann mir leisten. Das Problem ist, ich bin zwar vor dem Erddämon dran, aber ich habe einen Move und vier Befehle und wenn dieser Erddämon da steht, bin ich erst recht wieder nirgendwo hin, außer auf diese Münze. Okay, ich doch eine Idee. Na, dann machen wir deinen Plan, René.
Ja gut, dann greife ich mal als erstes die Viper an. Mit Mana Bolt? Mana Was? Bolt, obere Hälfte? Ja. Oder Impaling Eruption? Ich Was? meine, Nein, was? natürlich nicht Impaling Eruption. Ich brauche die Ja. Movement 4. Okay. Außerdem hätte ich dann beim anderen einen Heal und das ist auch ein bisschen doof. Ja. Na dann machen wir den auch. Ja, mache ich eh. Naja, bitte, 3 Punkte Schaden. Es ist jetzt nicht die Welt, aber. Ich hätte noch zwei Gefragt. Leben. Und dann bewege ich Gut, mich und jetzt hast darüber. du 4 Leben. Na, die ist. Kann es das sein, dass die gedockt ist? Ist Ja, gelockt. die ist aus irgendeinem Grund gelockt. Jetzt ist sie unlocked. Na, dann machen wir mal F. Ach, das ist eh klar. Ja, bitte. Das mache ich Aber du bist eh schon gut. vergiftet, oder? Das mache ich gut. Ja, aber zwei Ja. Du Schadenspunkte kannst kriege ich aber noch. noch zwei Nochmal. Schaden. Ja, genau. Trotzdem, ich bin nicht unverpflichtet. Also nicht Du gegen bist dir, nicht sondern unglücklich, dass als ich mich jemand, der vergifte. Das ist aber vergiftet. schon klar. Jemand, der vergiftet, das aufhebt und nicht jemand, der nicht vergiftet ist. Wo bist du vorher gestanden vor der Bewegung 4? Da. Ah, okay. Hier. Ja. Gut, deine beiden Karten werden discardet und ich bin dran. Und ich werde jetzt Wäre einen schön, wenn mich überlegen, jemand heilt irgendwann nochmal. ob ich eine Ja, mache ich dann schon. Planänderung. Kein Stress. Ja, ich werde eine Planänderung machen. Ich werde wohl doch die Viper angreifen. Das Problem, das ich dabei habe, ist, ich erzeuge Erdenergie und schaut euch mal bitte von den Erddämonen an. Obwohl das Busch 1, wir haben auch wieder Leben. Hoffen. Was haben Push haben sie, wenn sie Erdmagie haben. Ja, aber sie werden beide tot sein, nämlich. Busch ist Also auch so schlimm. der Erddämon 1 wird nicht tot sein, aber da wird keiner da sein, wenn er dann angreifen will. Okay, Ja, also. stimmt. Ich mache einen Toxic Bolt obere Hälfte, einen Angriff 2 mit Poison auf die Viper. Ich kann auch vergiften, Edge. So, ich ziehe eine Karte. Echt, die giftige Viper ist Plus vergiftet? 1, die Viper wird nicht vergiftet, sie ist tot. Okay. Noch besser. Jemand legt bitte einen Münzer hin. Obwohl du bist jetzt warm. Achso, das ist das untere gemacht. Nein, das obere. Nein, ich habe das untere gemacht und ich habe kein Disadvantage, weil es ist zwei Felder weg von mir gewesen. Aber du verlierst die Karte dadurch, oder? Nein, er hat das obere gemacht. Attack Ich habe 2, Toxic Range 3. Bolt Du obere hast das Hälfte obere gemacht. gemacht. Ja, dann Ja, passt es. ja, ja, ja. Und warum hast du kein Disadvantage, wenn das Weil die ein zwei Felder weg Range-Angriff war. ist? Die war Ah, zwei die war Felder weg zwei von Felder mir. weg, ja. Oh Da war ja, sie und da genau. bin ich. Passt, 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 Ähm, passt. jetzt mache ich Movement 4 noch, mit der unteren Hälfte von Obscenity Mine. Und sammelst Geld ein. Es geht nichts anderes Sinnvolles. Ich werde da unten diese Münze mir holen. Ich habe sehr viele Movement-Karten in meinem Deck für dieses Szenario. Ich werde mich da nicht zurückhalten und Ich mache komme einfach dran. das. So, meine beiden Karten sind discarded. Also von der Grab and Go gehe ich halt da drauf. Vier Felder. Das kann man jetzt weg tun, oder? Ganz nehme ich Was an. willst du weggeben? Ist Ja. da. Ah, Ja, doch. warte mal, was passiert auch Ja, da jetzt? fehlen noch. Da ist, das ist eh locker hier, bitte. Nein, die Ich glaube, da Monster kommen kommen noch erst. irgendwelche Monster rein. So. Erstmal wird das vorgelesen. René, du hast die Ehre, das, was bei 1 steht, vorzulesen. Wo ist das? Im Szenario-Heft, immer Wo ist noch denn das? drauf. Links oder rechts? Nein. Ah, da. Das Ist es das Szenario-Heft hier? liegt immer noch Nein, Blödsinn. drauf, ja, da wo die ganzen Ah, Hände sind. verdammt, Und das, ja, na was bei klar. 1 steht. Ja. Das, was bei 1 steht. Oh Gott. Das ist so Ich klein. darf es vorlesen, Nein. weil ich stehe The dort. eerie chant grows louder as you continue deeper into the dense forest. The presence of demons on the island is highly concerning. And you wonder if the noise is somehow connected. And then you find the source. Wyrmling shamans. Engulfed in a dark energy and clearly up to no good. Conclusion? Soll ich auch noch lesen? Nein, 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 die Conclusion ist ist erst, wenn dann. wir Ah ja, dann stimmt. das Conclusion ist geschafft ganz am haben. Schluss erst.
So, ich werde Was jetzt sind, anfangen, ich hier will gar die nicht wissen, was Wyrmling-Schamanen sind. Wyrmling ist eine Rasse. Ich glaube, einer von uns ist sogar ein Wyrmling. Kann das sein? Ich jetzt? Bin ich ein Wyrmling? Werden es jetzt nicht rausfinden. Ich glaube, ich bin nämlich ein Quantrill. Also ich bin sicher kein Wyrmling. Wir sind alle keine Ratten, also alles gut. So, darf ich bitten, auf Scout 10 einen von den Markern mit 3 Lebenspunkten draufzulegen. Die Marker, die da oben, wo mein Cursor jetzt herumfährt, sind bei den Scouts. Also einen mit 3 Lebenspunkten auf den Scout 10 bitte zu legen. Ja, habe ich gemacht. Einen mit 5 Lebenspunkten auf Scout 5. Warte, kommt da her. Ich schaff's nicht. Dann. Auf 5. Ja, noch einen mit 5 Lebenspunkten bitte für Scout Nummer 7. Dann wieder mit 3 Lebenspunkten für Scout Nummer 9. Ja, wo kommt der hin? Warte mal, da habe ich den Token falsch gelegt. Der Token kommt daher. Ja. Weiter geht's. Ich muss jetzt anschauen. Ja. Jetzt kommt Ich will mir gar nicht anschauen, ein aber Elite-Scout. was? Und da einer mit 5 Leben für Scouter 1. Einer mit 5 Leben auf Scout 1, okay. Ja, jetzt haben wir mal alle Scouts. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt Kommen ein so Schamanen oder Schamane, wie? genau, ein Elite-Schamane. Das heißt, einmal drei, warte mal, ich muss das auch annehmen. Einmal mit 3 Lebenspunkten für Nummer 2, also Elite-Schamane 2. Und ein Dämon wird es auch noch geben. Zwar, also das heißt einmal mit 13 Lebenspunkten für Dämon Nummer 2. Ich glaube, das Wahnsinn, sind das alle, was die in diesem los Raum ist. sind. Es ist zu wenig Platz für die Dämonenmarker. Die legen sich So, jetzt schaue gegenseitig ich, ob im wir Weg. alles haben. 1, 2 hier. 1, 2, 3 hier. 2 da oben. Die agieren jetzt alle noch übrigens. Das freut uns alle. Wir ziehen eine Karte. Achso, das habt ihr schon gemacht für den Ah, der Scout. hat Range 3, der Scout. Ja, das ist Ich glaube, blöd. du wirst ziemlich perforiert. Ja, schaut Ja. so aus. Den Schamanen müssen wir aber auch ziehen noch, oder? Ja, müssen wir. Ne? Yay, ich ziehe einen Schamanen. Nein, ich Wo drehe mich steht dumm, ich der bin zu blöd. Schamane? Ah, da oben. So, warte, wir können uns ja mal den Raum anschauen gemeinsam. Wir haben da ziemlich nah bei der Tür einen Elite-Scout und einen normalen Scout. Oh, die Dahinter in heilen. zweiter Linie nochmal einen Elite-Scout und nochmal einen normalen Scout. Und ganz hinten in der Ecke steht nochmal ein Elite-Scout. Und hinten an der Wand stehen ein Elite-Erddämon und ein Elite-Wyrmling-Schamane. Wisst ihr, Das ist ich habe dieser genau Raum. den richtigen, Zauber für dieses, für dieses Gesocks. Ich werde unsichtbar. Ja. Naja, du, wir kommen Kann hier man in die da, Höhle also des ich habe eine Förmlings. Frage, Hartmann. Kann man da eigentlich auch durchgehen oder Nein. sind das keine Durchgänge? Das ist kein Durchgang. Das ist kein Durchgang, das ist eine Wand. Das ist eine Wand. Das heißt, da kann man auch nicht Ja, wir. durchschießen, oder? Andi, du beendest deinen Zug auf der Tür? Nein. Du siehst, du hast noch Bewegungspunkte, gell? Ja. Dann ziehst du wieder zurück, gell? Ja, ich habe mir gedacht, ich stelle mich hierher. Ist das Ich verkehrt? spüre. Ich glaube schon, ja. Schau mal, was dich da mal alles angreift. Grob Alles. nur so. Alles. Je weiter du zurück wieder ziehst, reicht Na, der unbedingt jemand Dämon wird ihn anderes. nicht erreichen. Nein, der Dämon nicht, aber sonst alles, was da drin Eins, steht. zwei, drei. Ja, stimmt. Wie viel Schaden Vier machen die? Wyrmlings. Also der Vier Schamane Wyrmlings macht keinen erreichen Angriff mich. in dieser Runde,
Aber die ganzen Scouts haben Move minus 1, sie haben grundsätzlich Bewegung Range 3, also 3 haben bewegen sie. sich um zwei Felder und haben dann einen Fernkampfangriff 3. Also alles, was in Reichweite von 5 Feldern von dir ist, Na grob gut, und sie gesprochen. haben Angriff minus 1. Ja. Das heißt, die ganze, Das heißt, ich krieg nur zwei Schaden. die normalen machen 0 und die anderen machen einen Schaden. Wir können uns ja mal kurz nur die Scouts anschauen, was die so können Die oder machen haben. 1 bzw. 2 Schaden. Also die normalen Scouts sind wirklich vernachlässigbar, die machen wirklich nur einen Schaden. Die Elite immerhin zwei. Das sind viele, aber Es nicht sind so viele, aber mächtig. nicht sehr schadensreich. Die Schamanen, oder der Schamane ist insofern interessant, der hat grundsätzlich, Blessed Shield 3. in der Runde macht er ja nichts, aber grundsätzlich hat er dann Fernkampf, Reichweite 3. Er ist Elite, hat er Angriffswert nur 2, noch auch wenig Lebenspunkt, aber er hat Shield. Also der ist Shield schwer 3, bist du wahnsinnig? überhaupt zu verwunden. Ich habe ein Pierce am Bild. Ja, das ist für den ganz gut, aber ich schätze, es dauert eh lange, bis sie dem vordringen. Also, Ja, wie schon gesagt, Pi für mal die habe ich Daumen genau den richtigen würde Zauber. ich dem Andi empfehlen, seine Bewegungspunkte dafür zu nutzen, sofort wieder 2 zurückzugehen. Soll also wirklich zurückgehen. Ja. Die Ja, sollen lass zu mich uns zuerst den kommen. Feuerball reinwerfen. Du stehst aber sehr ungut für den Feuerball in Line of Sight. Ja, jetzt komme ich sowieso nicht mehr dran. Ich war ja dran, diese Runde. Ja, Aber stimmt. nächste Runde dann. Ja. Naja, aber wenn ich jetzt zurückgehe, heißt das, wir müssen dann alle gemeinsam reingehen oder wie? Nein, die kommen eh zu Die uns. kommen ja Ich eh zu glaube, uns. die haben nur diese Runde Fernkampfangriff. Nachher werden sie dann eh einfach alle bei der Tür herumstehen und einer nach dem anderen da Wie die viele Bombe Bomber bringen. kannst du denn einsetzen? Zwei. Ja, die Bombe ist, glaube ich, wirklich gut, wenn die alle beisammen Ja, rumstehen. genau. Ich werde einfach den Erddämonen dann töten jetzt. Nein, den brauchst du nicht töten, der ist eh tot. Ich weiß, aber ich kann Ich nichts würde. anderes machen. Ich kann Ja, eh dann nichts komm zu machen. mir, da bist du nicht in ihrer Line of Sight. Ja, was mache ich bei dir? Na, wie viele Bewegungspunkte hast du? Zwei. Macht bei dir gar nichts. Damit dachte ich, Na, geh du dann vielleicht wartest, eher bis sie da um die hierher. Ecke kommen und krakelst sie ab. Ja, aber ich habe jetzt noch Bewegung 2, Angriff 2. Und stehst vor Jetzt. allem direkt vor mir, dann krakeln sie dich ab und nicht mich. Ich kann mich da erstellen und den Erddämonen töten. Ja, aber der Dämon ist eh tot. Den brauchst du nicht Ja, töten. aber sag mir, was ich sonst tun soll. Ja. Es ist alternativlos. Entweder gehe Ja, ich rein der Andi hat oder ich gehe recht, raus. ja. Er kann einfach mal auf den Dämon draufhauen, glaube ich, Alter. Wird schon nicht passieren. Ich glaube nicht, dass was Oh Besseres ja, kommt. es könnte was Schlimmes passieren. Er könnte seine Plus-2-Karte vergeuden. Wie plus zwei Karte Naja, du hebst vergeuden. jetzt deine Vergiss es. Plus-2-Karte oder deine Mal-2-Karte für den Angriff. Ja, oder Verstehst du, was ich meine? minus eins oder die minus eins Karte. Ich Ja, verstehe nicht, oh. was du meinst. Oder. Andi, mach's einfach. Ja, ist Nein, wurscht. die minus zwei mal zwei. Achso, die meinst du, oder? Ja. Mach's Ja, einfach. die ist Andi, du hast vergeuden. recht. Ja, bei der Du hast Mal-2 recht, wird eh Andi, mach's einfach. neu Aber mach's gemischt, weiter. aber. Soll ich lieber weiter reingehen oder nicht so weit reingehen? Soweit du kannst. Wir wollen die Ja, Wyrmlings schon. kommen lassen. Die Dann gehe sollen ich nochmal da dahin her rein. und hau ihn. Ich heb Ja. ab. Ja. Und ich habe Angriff verdoppelt. Super. Er ist tot. Echt jetzt? Er kommt gar nicht mehr zum Verwundetsein. Und genau das habe ich gemeint. Jetzt ist ein Mal 2 weg. Oder wird bei Mal Nein, 2 das neu habe ich. gewürfelt? Entschuldige, das war ein Andi-Scherz. Ah, Ich habe ein okay. Plus Null. Ja, Übrigens, ich verdammt. hätte ja sogar noch mein Schild habe ich ja noch. Ich habe 6-mal ein Schild. Ja, den Also wirst du eh noch brauchen. ich hätte nicht mal einen Schaden jetzt bekommen. Das Aber glaubst gut. du. Die Wyrmlings können ja auch plus 1 oder plus 2 ziehen. Das weißt du ja nicht. Ich glaube, das war schon okay so. Und Ja. wenn es nicht okay war, dann bin ich schuld. Zumindest kennen wir uns jetzt aus, was da drinnen los Wir ist. brauchen da noch eine Münze. Das Was? mache ich. Ja, Münze. Ah ja, genau. Was? Ich glaube, ein Feld weiter unten war so, oder? Da Ist nicht war hier? es, genau. Ja. Ja. Naja. Boah, Ja. da gibt's was aufzuglauben. Michi, da Ups. gibt's was aufzuglauben. Hast Minus du hast du 1. Loot? Hast du sowas? Wenn ich gehe weg und ich gehe hin, ich hol's mir. Nicht zu so gierig sein jetzt. So. Oh ja. Ganz ehrlich, ich will nichts aufglauben. Oh ja, willst du? Nein, will ich Nein? nicht. Na gut. Er will aus irgendeinem Grund will er nicht, offensichtlich. Genau, So, ich will nichts aufglauben. der Andi Nichts. hatte Initiative 34, ja? Das heißt, jetzt sind die ganzen Scouts dran, die 29 haben.
Und zwar beginnen mit dem Elite Scout 1. Der steht ganz hinten. Er hat Bewegung 2, ja, minus 1, Bewegung 1 hat er. da geht hierher, weil das Wieso? hier, weil Gerade das durch das sein Pfad Gebüsch ist. nicht? Ah ja, okay. Warte mal, das Gebüsch ist Block. Ich bin da mit dem Faden nicht so versiert. Das Er ist ein hat, Baum. das ist, der, dieser Baum ist, lässt sich nicht betreten. Ja? Noch Und er hat sehr was. normales Movement. Das Einzige, wie er seinen Pfad verkürzen kann, ist dieses eine Feld. Mehr macht er nicht. Dann ist Nummer 5 dran. Und das ist dieser Scout Dieser hier. hier. So, er Also hat. macht eine Bewegung, nicht einmal Nein, angekommen, unser nein, er hat Ding. zwei Bewegungspunkte. Aber er hat minus 1 von Ja, der. aber drei hat er grundsätzlich. Echt? Ja? Stimmt, 3, ja. Also hat er jetzt zwei Bewegungspunkte und er geht auf jeden Fall in die Tür. Da brauchen wir uns über Fokus und so nicht den Kopf. Naja, warte Er mal. geht ins Ja, Tür, ja. doch, weil das ist das einzige Feld, wo er einen Fokus oder wo er eine Line of Sight anbringt. Jetzt müssen wir uns doch einen Fokus überlegen. Ja, René, das du warst schon bin dran in ich. dem Ja. Zug? Nein, das bist du nicht. Ich bin näher. Ach so, Ja, stimmt, genau, weil stimmt. Ich bin bevor ein man Feld sich die weiter weg. Initiative anschaut, Ja. schaut man sich die Entfernung Ja, an ich und dachte, ich bin auch 2 Felder weg. Ich er kann macht nicht einen zählen. Schaden. Naja, wartet Das mal, wissen wir ich mach nicht. dieses Ding.